Gut, du hast keine Ausdauer mehr, weil deine Leiste. Schlag. Die werden immer verarschen, ey. Einen Pfeil habe ich. Lieber so als anders, ne? Ach so, Lord. Was war das Ding hier? So, dann krieg ich mich noch mal ein bisschen... rumchillen hier. Steine, ey. Kann sich nur einmal ausruhen am Wasser. Warte. Der kommt mit an. Manche kommen auf jeden Fall, oder was? Rückkehr schlechter halten. Manche kommen auf jeden Fall, ja.
Oh nö, was will er denn jetzt hier? Stimmt, ich habe ja noch diese komische Flusswaffe. Stimmt ja. Geht schnell. Feuerschwert, ey. What? Was haben wir hier so schönes? Wo geht's denn hier weiter? Achso, lol. Hier hätte mal geblockiert, so wie mal, oder? Blockiert ist. Ja, danke Spiel. Danke, ja. Macht die Kamera noch beschissener, ey, wirklich. Macht die Kamera doch noch beschissener! Willst du mich be... Ja, genau. Meine Fresse, ja. Essen. Weiter. Visieren, danke. Also die Kamera. Die schlecht. Schlüssel bekommen.
Du sackgesichtiges Sackgesicht, ey. So, wer will wohl noch was? Ich höre, dass mich irgendjemand angreift hier. Okay. Da bin ich meine Flinte doch. Denn hier noch? Ich hätte nicht mal langsam. Mission abgeschlossen. Alles klar. Und in mir? Gleich immer. Ist okay. Let's go! Mann, die Kamera war jetzt gerade echt beschissen gewesen, ey. Muss man wirklich mal so sagen, wa? So wie die da gerade versucht hat, mich umzubringen, ey. Nicht cool. Nicht mal auf Deutsch sprechen. とりを取るもの。なぜ皆断りを外れるのか。次は三成殿か、家康殿か。いっそ。いや、わしは老い先に短い。天下の是非を見極めるは長政。 Besessen von Misushi durch Geistteilung. Mhm. Was auch immer das bedeutet. Mission abgeschlossen. Kenbei unter Fürst. Ein Yokai, der aussah wie ein Mönch, also war also im Besitz von Hishikiri Hasebe und kämpft damit? Ne, der hat überhaupt nicht damit gekämpft. Der hat von mir meine Kette in den Kopf gekriegt und dann war sofort tot, hat 4000 Schaden gekriegt. Richtig geil. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber vielleicht bringt dieses Schwert eine größere Verantwortung mit sich, als wir Kuroda tragen können. Hier, bitte verzeih mir das ungebührliche Angebot und nimm es an dich. Es ist der größte Schatz des
Kuroda-Clans. Setze es mit Bedacht ein. Das Schwert? Ist ja nur blau. Geh mal zum Schmied und verschrotten. Das Ding war Level 18 gewesen, also Missionsstufe 18, ja. Okay. Hauptmission. Der Geisterstein schlummert. Missionsstufe 19. Mhm. Alles klar. 8 Geister gibt's wieder. Hattori Hanzo. Fürst Muheshige, das Oberhaupt der Tashibana-Familie, wird vermisst, seit er zum Kampf gegen Monster aufgebrochen ist. Wenn wir ihm helfen könnten, wäre das ein Segen für unseren Feldzug. Okatsu hat bereits ein Treffen mit seiner Frau Genshio vereinbart. William, wir sollten uns sofort auf dem Weg nach Tashibana Burg machen. Machen wir. 8 Geisterchen gibt's wieder. Und eine komplett neue Karte. Der Dasaifu Tenmangu Schrein wurde ursprünglich errichtet, um einen zornigen und auf Rache versessenen Geist zu besänftigen. Doch das ist schon lange her und nun beherbergen seine Mauern gesetzlose Schurken und grausame Yokai. Es gibt Gerüchte über einen besonders furchterregenden Schrei, der nachts in der Nähe des Schreins zu hören ist. Okay. よう、いらした、 半蔵殿。 早速じゃが、鬼が出て、 うちの殿は太宰府より戻ってこぬのです。 腕が足りぬか、 八千子殿のところに寄っておるかもわかりませぬが。 一体どちらかの？ Wartet jetzt. Matroyo, hayaku kaette kore o todoke de yaru kara na. Irgendwas tauschen? Ja, aber nicht bei 3 Punkten. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Sogar in einer besseren Farbe. Also kannst du alles sogar in Lila finden, ja, theoretisch. Hm. Okay.
Wie viel der Schrein? Ich sehe bloß die Bücher da rumschweben. Aber der Schrein fehlt. Warum auch immer. Schaden kann sich bis jetzt sehen lassen. Mal gucken, wie lange noch. Wochenlang mit Schwerter. Hat mir nicht mal einen Zweihänder, weißt du? Okay, anscheinend kann man auch ins Wasser. Na toll. Da musste ja wieder aufpassen, dass der nicht da, weiß ich nicht, ein Loch entfällt. Wir checken erstmal hier die Seite. Man sieht das aber auch nur, wenn es blitzt, ne? Ansonsten sieht man nicht wirklich wie... Ist aber bloß die andere Seite oder was? Ich bin mal gespannt, wie die neue Waffe bei dem funktioniert. Nicht so gut. Okay. Die funktioniert nicht so gut. Eher so gegen kleinere Gegner. Okay. Oder ich muss von hinten angreifen. Geht natürlich auch. Um 77.000, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Ey. Das ist jetzt hier die große Preisfrage. Ne? Ist hier ein Loch. Alter.
Wir sind bei nichts im Wasser. Was ist denn der Typ hier? Hey Kleiner, was machst du denn hier? Geh mal nach Hause. Ein Zweig, das ist sehr gut. Zweig ist gut. Falsche Haltung. Sieben Pfeile. Aber ein anderer Shortcut. Oh, die wollen dann sozusagen, dass man durch den Fluss geht und damit dann abkürzen kann. Die war aber echt stark. Und es ging normal los. Elite? Finde ich die jetzt nicht so prickelnd. Den habe ich überhaupt nicht gesehen, ne? Den Ninja. Aber da oben, den sehe ich jetzt. Den habe ich gesehen. Kleiner Zwerg. Hört man die nicht so gern? Wie nach
Wenn man da in der Nähe steht, hat man da nicht so ein spezielles Geräusch? Noch ein Zweig. Drei Becher habe ich bekommen. Drei fucking Becher. Die sieht schon ziemlich lange tot aus. Die sah jetzt aus wie eine aufgedunsene Wasserleiche. Um ganz ehrlich zu sein. Okay. Genau daneben. Ein Shortcut. Hey, na, ab nach Hause mit dir, was? Ist das vielleicht, weil ich den Kopf getroffen habe oder was? Warte mal, versucht ein bisschen drauf zu achten, wo ich ihn treffe. Ich glaube, ich habe ihn gerade mitten auf den Kopf gehauen meiner Kette. Nicht gesehen. Wer hat denn gerade geschmissen? Hier oben? Ist er von hier oben aus geschmissen? Ja.
Genau. Hätte ich genauso gemacht. Es regnet und ist trotzdem noch voll lange. Bis es weg ist. Weiß halt auch leider nicht, wo der Boss ist. Ja, man sieht seine Karte, wo ich hin muss. Achte so selten drauf. Ganz ehrlich, achte ich ein bisschen selten drauf. Nochmal 5 Pfeile. Oh. Nicht von der Seite. Ich dachte, der wäre schon down. Passt nur lilanes Zeug. Lila und blau. Selbe. Schade, das ist schlechter. Ich hätte ein bisschen gehofft, dass das besser ist. Gehen wir leider nicht so. Schade, 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 schade. Kann ich den hier ausprobieren? Haben wir nicht schon mal den Typen? Sah auch gerade so gleich aus. Irgendwie. Schwer erzählen. Ja, nicht ganz. Hier ist nur 192. Ja. Posthörschlüssel. Posthörschlüssel.
Könnte das hier sein, wa? Ah, Shortcut. Ein Shortcut, oder? Nee, ist kein Shortcut. Ja, so, warte mal, wenn das hier kein Shortcut ist, gehen wir nochmal zurück. Dann sind wir hier noch nicht fertig. Ja, wer ist er denn? Deine Bruder oder was? Geh mal nach Hause. Echt schwierig teilweise, ne? Ob ich hier irgendwas zu erkennen. Alter Schwede! Mit dem Stein, ey. In die Sicht geht doch noch. Ja, natürlich geht die. Oh, weg, 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 weg. Also der Stein hat mich gerade fast gekillt, ja. Stein hatte mich gerade echt fast gekillt, ey. Holy moly. Einfach die Augen zusammenkneifen, dann siehst du schon den Weg. Blub, tot. Er ist ja genauso wie am Anfang, so mein allererster Death, ne? War nicht durch einen Gegner. Nee, ich bin erstmal schön bei dem Wasser, bin ich zu tief rausgegangen und dann plupp tot. Weil unser Dude leider nicht schwimmen kann. Aber es sind dann halt so Erfahrungen, die muss man halt machen, ne? Also mein allererster Tod war nicht durch einen Gegner, sondern durch Wasser. Nach Hause mit dir, los. Jetzt da drüben das Osttor aufgemacht haben. Was ist denn hier? Viele Kameraden sind mehr durch die Abgründe. Ja. Hm.
Definitiv, ja. Also wo ich jetzt sehe schon manchmal so ein paar Punkte auf dem, diese roten Punkte, ne? Also hier diese Todesdinger, ne? Wie oft ich da manchmal so gelesen habe, so tot durch Sturz, ne? Wo ich mir jetzt dachte so, hä? Wie kann man denn hier tödlich gestürzt? Wie geht das denn? Muss man doch besser aufpassen, du Arschloch. Ich, Alter. Ja, das ist echt ausgenutzt. Ey, die haben den so perfekt platziert, ne? Dass wenn man da rangeht an das Item, dass er da angeschissen kommt. Die haben den so perfekt da platziert. Ja. Ich bin auch am Überlegen, ne? Weil der halt schön. Guck mal, der hat nur lilanes Zeug und so. Werden wir auch mal machen. Unübertroffener Krieger. Oh, der hat Beinschutz und... Das ist alles so schwer, weißt du? Aber der hatte echt gutes Zeug, ey. What the heck? Ja, was ist denn das? Das ist M. M ist das. Naja, okay. M könnte man vielleicht auch noch überlegen, sich anzufügen. Weil ich spiele nämlich gerade die ganze Zeit mit L. Willst du? Unbegrenzt Muni, Statuseffekte. Den kriegt man die Statuseffekte nur, wenn man das komplette Set anhat? Ne, hier ist rot. Warte mal. Hier ist weiß, aber hier ist rot. Ey, warum ist hier rot und da nicht? Das Schlimme, was du brauchst. Okay. Was brauche ich da? Erforderlicher Fähigkeitswert 6. So. Ah. Okay. Zu wissen. Unten habe ich noch nie drauf geachtet, bin ich tatsächlich. Körperwert 9, Stärkewert 9. Okay. Vielleicht ziehe ich mir die irgendwann mal an, hier, diese übertroffene Kriegerdinger. Scheint echt lustig zu sein. Ja, ich glaube, ich sollte mehr gegen diese Viecher mal kämpfen. Scheinen teilweise echt guten Mut zu haben, ey.
Wo steht das eigentlich, wie viele Gegenstände ich habe? Gegenstände? Ah, hier Gegenstände. 121. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Neuer Text. Ein vergessenes Schicksal. Der Dazaifu Tenmangu-Schrein wurde als kaiserliche Gebetsstätte errichtet. Im Laufe der Jahre geriet diese Bestimmung jedoch immer mehr in Vergessenheit. Nun findet man dort keine Spur mehr von jenen, die einst den Gott des Schreins verehrten. Der Ort ist seinem Schicksal überlassen geblieben. Da sei Gott der Himmel. Vor langer Zeit starb in Bisin Fushu, ein ehemals mächtiger Minister, der unschuldig dorthin verbannt worden war. Nach seinem Tod suchte ein Unglück nach dem anderen die alte Heimatstadt heim. Der zornige Geist des Ministers wurde als Ursache des Übels ausgemacht und man errichtete in Dazai einen Schrein, um ihn zu besänftigen. Den großen Dazaifu Tenmangu-Schrein. Berichte über diesen mächtigen Onryu verbreiteten sich im Volk, das ihn für seine Fähigkeit, Blitze zu kontrollieren, als Tenjin Gott der Himmel verehrte. Okay. Komme ich da überhaupt hin? Das sieht nämlich nicht so aus, als wenn ich das schaffen könnte. So, als wenn ich es schaffen könnte, weil sobald ich ja irgendwo runterspringe, fällt er ja sofort instant runter wie so ein Stein. Ach komm, wir probieren es. Alles gut. Tschui! Hat funktioniert. Sah erst nicht so aus. So, was hast du denn? Alter, du hast ja auch nur lilanes Zeug. Level 42. Der hier mit Bomben rumschmeißen, ja, so einer bist du also. Übertroffener Krieger. Ich drei Sachen davon. Was? Nichts Neues. Ja, übertroffener Krieger. Was denn dafür? Also sollte ich vielleicht Stärke mal als nächstes erhöhen, wa? 54. Auch Stärke 9? Hätte ich schon Bock drauf, das mal auszuprobieren. 67? Auch Stärke 9? Nice. Ich meine, ich kann es ja jetzt schon anziehen, ne? So ist das nicht, aber ich würde schon gerne. Ich würde schon gerne auch die Statuseffekte gleich bekommen.
Shinobi-Kleidung. Glaubst. Ich muss aber auch schon sagen, dass die KI so recht einfach gehalten ist. Ne? Ist nicht übermäßig stark oder so. Kann man ja halten, was man will davon, ne? Gewand des legendären Strategen. Ach, der hat letztens jetzt kaputt gemacht. Aber können wir ja mal behalten. Tatsächlich würde ich Sachen behalten, wo diese Klammer S oder Klasse Klammer M nicht dahinter steht. Das sieht eher so aus, als wäre das dann so. Guck mal, da steht das nicht. S, N oder L. Deswegen ist das für mich wie, als wäre das so ein Z. So. Auch wenn es hier vielleicht keine Sets gibt, ne? Aber für mich sieht das so aus, als wäre das ein Set. Komm, versuche mal den Mönch zu kitzeln oder so. Daumen drück. Na, leider nicht. Ich glaube, der Daniel ist immer noch arbeiten. Ich glaube, der achtet da nicht so auf den Bot, ob da ein Gegner spawnt oder so. Oder Daniel, du bist da, glaube ich, immer noch auf Arbeit, wa? Kiss. Echt? Headshot. Naja, wenn er sich schon so präsentiert, wa? Kann man ja auch mal rinzimmern.